schreckhaft bei diesem Spiel. Warum ist er nicht schlimm? Nee, keine Ahnung, weil... Keine Ahnung. Einfach durch die Atmosphäre, durch diese düstere Atmosphäre schon. Also. So, erstmal schon wieder die Bücherei auseinanderlegen. Lagen ein Haufen Gold jetzt wieder rum. Okay, und dann gucke ich mal auf die Map. Ja. Das soll kaputt machen. Wäre das nichts? Da unten müssen wir noch lang. Jo. So. Und so. Da oben. Oh. Kann jetzt hier nicht mehr endlich der Boss kommen? Egal. Hier guck, Kerzenleuchtkette. Bam! Und der. Und der. Bam! Ich mach jetzt die mit dem Bogen kaputt. Bam! Bam! Hinten irgendwas? Der Tür. Große dicke Tür, ja. Und wahrscheinlich ist hier genau wieder eine Tür, wodurch wir wieder rauskommen, ein paar Meter weiter. Ist bei mir auch gewesen. Wo gehst du lang? Ach, okay, du gehst dann links. Oh ja, ich guck hier ein bisschen. Uiuiui. Ja, anstatt dass er die Tür aufmacht, einfach mal kaputt schießen. Ja. Richtig. Ey, wie groß ist denn das Teil? Ey, guck dir das mal an. Echt übel. Und immer irgendwie die gleiche Raumform. Ja. So. Hier mit dem Aimbot erstmal die Dinger kaputt machen. Bam! Okay, wenn die nicht mit dem Schild nach vorne sind, dann kriege ich ein gutes Schnelldown. Aber wenn die mit dem Schild nach vorne gucken, da habe ich überhaupt keine Chance, die irgendwie zu töten. Außergewöhnlich leichte Armbrust. Guck ich mir mal an. Ja. Ich mache derweil mal hier drüben Fledermäuse und sowas kaputt. Ist nicht gut. Finde ich zumindest nicht gut. Ja, hier fliegt wie das das Gold durch den ganzen Raum. Alter. Ja, siehst du, die kann er aufmachen, aber die letzte musst du einfach mal zu schießen. Oh, Schreiberpult. Da wieder nur Geld drin, ja. So, jetzt gibt's nur noch den Weg, wo ich gemeint hat, lass mal den anderen gehen. Ja. Wo jetzt einfach genau dieser Weg übrig bleibt. Und wahrscheinlich laufen wir da jetzt einen Schritt in diesen Weg rein und fertig. Ich glaub auch. Naja, egal. Wie gesagt, wir wollen ja sowieso alles erkunden und von daher. Ja, ja. Das Mond entlang. Oh, ganz schön zen. Der. Ich muss sagen, der Charakter, den ich habe, der ist richtig imba irgendwie. Ich wollte ihn ja nicht nehmen, weil er irgendwie am Anfang voll schwanger aussah. Oh, du mal mit einem voll schwanger. Jetzt einfach mal imba. Na und? Imba schwanger oder was? Ja, Imba schwanger. Ja, der macht den übelsten Damage. Deiner sieht auch nicht so besonders gut aus. Einer hat lange Haare und, aber dafür hat er so voll die... Dafür schaut meine intelligentere aus. Intelligenterer? Deine schaut ja aus wie von Wilden. Ja, dafür ist aber mein Spieler intelligenter und nicht intelligenterer. So, ja, jetzt müssen wir gerade runter. Ja, hier so. Vorsicht! Bam. Bam. Ja gut. Zwei Bogenschützen. Wo, wie schwer. Ja, irgendwie voll die Extremräume geworden hier, ne? Komm, den Miniboss, den mach ich jetzt mit einem Froschschrei auf. Ja, weil ich dir aber permanent helfe. Ja. Ja. Endlich. Aber erstmal noch hier, so. Immer noch Gold, so. Warte noch. Genau. Ja. So, wartest du kurz?
Du, die ist schlecht. Willst du eigentlich mal wieder zurückverkaufen gehen? Nö, ich bin leer. Okay. Ja, ich hab eh noch nicht so viel aufgenommen. Ich sammle jetzt nur noch das blaue Zeug. Das andere hau ich jetzt immer weg. Oh, da wär sogar ein Wegpunkt. Ja, haben wir ja jetzt erst aktiviert wahrscheinlich. Ja, ja, jetzt haben wir es aktiviert so. Ein Sack. Man stirbt. Ja, hier die Skelette, ey, die können noch nix. Ja. Doch. Ich denke mal, aber der Boss, der dann hier kommt, der wird bestimmt irgendwann mal ein bisschen deftiger sein. Ja. Hoffe ich doch mindestens. Wahrscheinlich wieder mit einem Froschschrall mit deiner Hilfe. Down. Oh. Okay. Er ist Achtet euch von ihm fern. Diese Mann. Würde muss ich allein tragen. Ich gehe hier hin. Wenn ich in der Mitte stehe. Aha. Wie einfach. Ja, irgendwie einfach. Selbst im Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Und jetzt? Keine Ahnung. Stirb. Ja. Jetzt verschwinden sie wieder. Okay. Was hat sie jetzt gebracht? Ich hab schon gedacht, wir müssen jetzt gegen die kämpfen. Hab ich auch gerade gedacht. Oh, hier ist mit einem Strahl übelst imbar jetzt. Was? Ja, ich hätte jetzt einfach nur mit einem Strahl draufziehen müssen. Oh nee, Alter, ich hätte so viele XEP abgreifen können. Einfach mit meiner Druckwelle da mal rein. Ah, ich hab 7 Sachen zerstört. Ich hab 2 zerstört. Ja, musst du wieder rein, guck mal. Geh mal hier in den Gang. 6 Sachen zerstört. Hier irgendwie hinstellen oder so. Oh. Okay. Es ist ein Boss. Ah. Ja. Ja. Ah, kann man die nicht. Hä? Okay, der hat Säulen. Ah, erstmal die komischen Säulen da. Ja, lass die mal deaktivieren. Macht mir einfach kaputt. Okay, hier sind ein paar viele. Aber irgendwie so, alle. Die Säulen spawnen die Skelette. Ich mach die Säulen, ich mach die Skelette. So. Okay, das war ja einfach. Feuer sah irgendwie schwerer aus als gedacht, irgendwie am Anfang. Ich hab schon gedacht, wir müssen gegen den kämpfen. Hab ich auch mir irgendwie mal erhofft oder so. Na, jetzt habe ich gesagt, es sah schwerer aus als... Nee. Naja, egal. 39 Monster getötet, Massaker. Bei mir waren es 34, da hat er aufgehört. Jetzt gehen wir mal nach hier gucken. Ja, ja. Hier ist nix. Wollen wir geradeaus wieder weiter gucken? Na, hier ist noch ein Gegner. Ach so. Der macht meinen Hunden 2 Schaden. Ich glaube, es hackt. Boah, da haben deine Hunde aber zu leiden. Ja. So. Jetzt können wir ja nur geradeaus gehen hier, glaube ich. Ja. Links, rechts. Alter, irgendwie sieht Char jetzt irgendwie schon aus wie ein Wikinger. Der meiner? Ja. Naja, ich finde, der sieht echt immer noch aus wie so ein halt komischer. Der Gänger. Bam! Ich habe eine Holztür aufgebrochen, ich bin böse. Oh je. Ich warte hier. Treffen wir die Urnen nicht. Ich mach mal hier Halbrunde. So. Sechs Objekte zerstört, 4 Erfahrungspunkte. Ein Steinmesser. Super. Brauche ich auch so unbedingt. So, gehen wir mal wieder hier lang. Mir reicht es. Ich hab mal Eisenmesser. Mir reicht das Gold, was ich immer kriege von den Teilen hier. Mehr brauche ich gar nicht. Ich hab alles, was ich brauche. Oder halt immer Items. Beschädigte Armschienen vor dem Wind. Ein Schlagring. Okay.
gut. Ah, jetzt brechen die auch auf da. Hä? Bin ich die Krypta? Oh, ach so, da drüben. Diese verzierte Tür. Naja. Willst du sie öffnen? Jo. Ah, ich hab Angst, ich geh vorne weg. Du bleibst vorne. Ich bin hinter dir. Ich geb dir Rückdeckung, ne? Ich glaube. Naja. Schreiberpult. Annehmen! Ich kann okay, erst dann zu den ohne Schreiberpult. Ah, jetzt. Aufgabe erledigt ist. Oh, jetzt klar. Wieso steh ich vor dir? Oh. Okay, na dann. Dann können wir wieder gehen. Wir werden es eh niemals schaffen. Ja. Mal hier lang. Ja, und jetzt sich verpissen, ne? Naja, ist doch immer so. Ach so. Oh, es ist ja so anspruchsvoll. Oh, komm, die halten schon ein bisschen mehr aus als vorher.